Ja, Team, geht raus und spielt endlich mal vernünftigen Fußball. Nicht dieses Scheißgeplänkel von den letzten 5, 6, 7 Spielen. Richtig. Und das könnt ihr jetzt mal machen gegen Hansa Rostock, den dritten, wenigstens den dritten ein bisschen weiter wegkicken. Ja, wenn wir hier gewinnen, sind es 9 Punkte. Dann sind es, glaube ich, noch wie viele Spiele? 5. Ja, dann ist der Aufstieg eh bald fix. Hier müssen wir jetzt halt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht in so eine Niederlagenserie nochmal rutschen. Das wäre fatal. Das ist mir noch nie passiert, dass ich alle 3 Spiele meiner Aufnahmesession verloren habe. Ja, dann wird's mal Zeit. Genau. Also der Stand ist ein bisschen weiter, glaube ich. Aber die Begrenzungen sind immer noch nicht da, wo sie hingehören. Wieder links haben wir jetzt auch die Zäune schon aufgestellt. Althoff schießt, aber Haarnehl hält ihn. Ja, Haniel. Ja, Heil Hitler. Nein. Doch, habe ich Das gesagt. hast du jetzt nicht Das gesagt. habe ich gesagt, ey. Tja. Da könnte ich Da gleich wieder kann einen ich nur. Assi-Spruch loslassen, aber mache ich diesmal nicht. Ich verschone dich, okay? Da kann ich nur verständnislos mit dem Kopf schütteln. Okay. Robin Merton, Sir. Ja, Robin. Merkt ihr Ja, das? Gelbe Robin Karte Hood. für keine Tore schießen. Na, das reicht jetzt. Also ich muss diese Misere beenden, gelbe Karte. Wenn Sie nicht in den nächsten 10 Minuten ein Tor schießen, dann gehen Sie duschen. Krebsmatinitzer, Hanel ist halt da. Also, ich hab's auch versucht. Es geht einfach nicht mehr, wir sind schlecht. Mintal, Marek Mintal. Eberlein, Simpert, Mann auf Althoff. Ja, irgendwie kommen sie nicht vernünftig durch, ne? Robin, was ist los? Da hättest du noch wieder 5 Meter gehen können, den Torwart austricksen oder wäre das Ding drin gewesen? Das Ding war im Kasten, ey. Wir haben hier ein zweites Wembley. Nee, meinst du, das ist das Dritte? Ja. Denn bei der EM, WM WM, gab es das Problem ja auch. Das ist so Payback, you know? Jit. Jede, jede, jede. Girl, I Wieso wanna sagst du Shit? jede, jede, jede. Weiß ich nicht. Kam einfach so über mich. Über dich nicht? Wieso sagst du Shit in dem Let's Play? Was soll das? Ja, weil jetzt Shit ist. Jetzt hast du's. Tja, Shit. Entschuldigung. Das hast du nicht gesagt. Habe ich aber. Was ist los, Team? Macht endlich ein Tor. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Sehin, bitte. Sahin. Semmer, Semmer. Aber Bier ist da. Hier wird auch Zeit, dass Biermann da ist. Ich meine, 3 Tore im RWE-Spiel, 2 gegen Celtic Glasgow. Wer hat ihn jetzt 1-0? Da ist das Ding. Ja, Mertens. Mertens, endlich schießt du mal ein Tor. Ja, jetzt erkennt das an. Ja, 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 ja. Oh, da fällt ein ganzer Druck von mir, denn Präsident Brusnell hat mir schon hier die Kohlen heiß gemacht. Ja, hallo Stefan. Warum bist du nicht auf der Arbeit? Wir müssen doch Geld verdienen für das Stadion. Geh wieder als Putzfrau auf die Toilette. Moment, aber wenn er in unserem Stunde arbeitet, zahlen wir mehr oder minder Nee, hier sein bei uns, Gehalt. er arbeitet woanders. Okay. Als Putzfrau auf der Toilette. Ja. Wie viel verdient er denn? Ja, keine Ahnung, Trinkgeld halt, ne? Und 1 Euro. Okay. Und 1 Euro. So viel. Trinkgeld plus 1 Euro. Holy moly. Was ist hier? Holy moly, Holy ey. moly. Holy Shucky moly. ducky quack quack. Also das kann man aber auch nicht mehr lange erscheinen, ne? Ja, das kann echt nicht mehr lang, ne? Du bist doch besser als andere Assi-Sprüche, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, ey. Solche unterbemittelte Scheiße. Ich find's lustig. Generell so Leute, die solche Sendungen gucken, wie Berlin Tag und Nacht Das gehört zu unserem Kulturkreis. oder warte, wie ist das andere noch? Oder X-Diaries. genau, X-Stars. Ja. Boah! Es war schlimm, ey. Ganz ehrlich, ich guck's nicht. Ich kenne nur die Videos von YouTube, die paar geilen Sprüche, die jeder kennt. Die finde ich ganz lustig, aber insgesamt ist das einfach nur noch assi. Fehlt einfach nur noch, dass sie sich Spaghetti vom Bauch essen lassen, weißt? Also in Wirklichkeit guckt der Pet das natürlich. Genau. Das möchte er jetzt hier nur nicht so Ja, offen sagen. ja, ja, ja.
deshalb nehmen wir auch immer um die Uhrzeit auf, wo es läuft. Ja, wir haben nämlich 16.52 Uhr, läuft... Nee, generell, nicht heute. Ja, und auch sich gefühlt die letzten 3 Jahre nicht mehr, aber ja, sonst ist es echt immer um die... Ja, ist doch so. Jannike. Semmer, aber Bier ist auf dem Posten. Ja, Matthias Sommer. Ja, aber Matthias Sommer. Ja, Horst Schlemmer. Muslige, schlechtes Zuspiel. Mertin jetzt schön nachgesetzt. Olthoff beschlagt. Er kostete Gold drauf. Der Schwender. Du bist nicht mehr das, was du mal warst. So, Krabs ist tot. Der muss vom Platz. Auch um mein Kamm. Machen wir es folgendermaßen. Zack, zack. Zack, zack. Da bist du Stress, Junge. So, und Fran für Olthoff, ist das genehm für dein Ego? Naja, nicht wirklich. Gelbe Karte gegen Sim Padman. Nee, du bist mir zwar sympathisch, aber ich muss dir diese Karte erst geben. Du hast den Ref aber komisch gesprochen. Ja, der ist erst neu im Geschäft. Ach so. Da muss ich das erst angewöhnen. Okay. Gelbe Karte hier gegen Böllig. Jetzt hat er sich's angewöhnt, schön. Ging schnell. Ne, der wurde jetzt gerade über Headset drauf hingewiesen. Okay. Entschuldigung, diesen Ref. Und ja. Wissen, was das bedeutet. Für jeder seinen Job. Genau. Ja, Okazaki. Jetzt vielleicht Fran. Union führt in Kassel gerade eben 1-0. Buh. Sag auch mal Buh. Cool. Rizzi. Schön, Merlin jetzt? Nee. Ich mag doch nicht. Nee, ich habe schon ein Tor geschossen. Warum soll ich noch eins schießen? White Dog. Ziegenbein. Billig. Ziegenbein. Also wenn ich so heißen würde. Ja. Boah. Na dann wäre was los, ne? Ja, dann wäre aber, ja. Holland in Not. Martinitz Hanel hat das Ding. Sicher. Nein. Heute nicht. Oh, da kommt ein Terrorist auf den Platz. Fick dich. Nämlich Sergei Evlisgudny. Wahrscheinlich von den... Was? Er ist sehr gay. Haha. Wahrscheinlich von den Tschetschenen planten Anschlag. So, ein 2-0 wäre jetzt ganz praktisch, also kurz vor Schluss. Was nies mal, ne? Schere wieder? Nee, ich hab nur hier den Spieler, der da am Boden war. Ach so. Hast du schlecht gemacht. Du wirst das für Berlin Tag und Nacht. Ich hasse dich auch. Hey. Hey. Nicht so böse. Doch. Genau so. Voll und Mertin jetzt 11 Meter, 85. Spielminute. Und Olthoff spielt nicht, das heißt, es schießt wieder so einer wie Wievering oder so. Ja. Gehen Sie auseinander, verdammt doch mal. Moslea schießt. Moslea verwandelt 2-0. Elfte Saisontor von Ali Moslea. Ja, guck mal, so heiße Eck und du Honig. Ja, sag mal. Hey, cool. Das ist ja wirklich nicht so. Ziegenbein. Ja, ich würde... Patrick hat dann doch auch mal ein Spiel in seiner Aufnahmesession gewonnen. Ist ja mal was. Ich bin Kevin von LP Nexus. Bier geht wieder leer aus. Ich bin Kevin von LP Nexus. Bier geht wieder leer aus. Ja, das war jetzt wichtiger. Ziegenbein, ja. So was von unnötig. Ja. Oh, komm mal her, alle jubeln, als ob wir gewonnen hätten. Wir verlieren zwar, aber Bier bekommen diesen Bier, immerhin, oder? Ja, das ist doch was. Ja, cool, dann... Hey. Voll ein Ritze. Über 2 Minuten, also die Minute vom letzten Spiel haut der Ref hier locker mal oben drauf. Jo. Also ja, ihm wurde die letzte Minute genommen, von daher hau ich sie jetzt oben drauf. Ah, nee, das war's. Dann bessern sie sich aus meinen Augenlöchern. Ja. Augenlöchern. Ja, wir haben die Meisterschaft. Sieger Foto. D
Die jubeln aber jodeln, genau. Die jubeln aber echt häufig so ausgelassen, ja, ne? genau, die jodeln, echt Genau. Ergebnisse. So, 9 Punkte, wie gesagt, jetzt vor Rostock. Immer noch vor die jo. Vor der Union. Bruce sagt, a captain of Sea Hansa Ruse Duke, so awarded. Sie haben sehr hohes Tempo angeschlagen, doch wir haben uns gut darauf eingestellt. A market assault und Dr. Wird Elias Bier muss sich heute herausheben, Eric Stark. Okay. Und jetzt kommt der Präsident Bruce dann, du hast keine Ahnung, du bist ein Scheiße. Genau. Gibt's so Arschloch. Keiner von uns in der Spieltagsstatistik, Wayne. Ja, du darfst dann gegen Preußen Münster? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. So. Und ich quatsche nicht mit denen. Nee, das darfst du nämlich ganz schön machen. Wie? Aber du kannst doch nicht 2 Wochen hintereinander nicht mit denen quatschen. Ich habe jetzt am Montag gequatscht. Hast du nicht aufgepasst? Ich habe gequatscht. Nein. Englische Woche. Das heißt, wenn du diese 2 Spiele gewinnst, haben wir es gepackt. Und wir sehen, 5 matches to go. Mhm. Das bedeutet, ich mache die nächsten 3, Pit die nächsten 2 und er darf auch wieder schön die Sachen mit Kalender machen. Das freut mich immer, dass ich den Scheiß nicht machen muss. Moment, du täuschst dich, denn ich simuliere zum Ende der Saison. Das heißt, den Anfang machst du. Nee, auf keinen Fall, denn du machst ja das vorletzte Spiel, das letzte Spiel und in dem Part von dem letzten Spiel simulierst du ja bekanntlich bis zum Ende der Saison. Ja. Ja, und also hast du da noch einen Part? Ach so, nee, haut eh nicht hin, weil wir eine WM zu spielen haben, Anni. Wieso quatsche ich jetzt mit denen? Fuck. So ist gut. Was? Ach, stimmt, klar, wir haben uns ja qualifiziert. Toll. Team, warum habt ihr euch qualifiziert? Ja. Ich sollte öfters ohne Torwart spielen lassen. Jetzt muss Minky eventuell die scheiß Saison-Einstellungen am Anfang übernehmen. Nicht nur eventuell, sondern glasklar sicher. Ja, Glasgow. Ja. Taken by a stranger. Oh Gott. Oh Gott. Tut das nicht weh? Ich hab geklatscht. Ich hab doch geklatscht. Achso. Danke. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Tut das trotzdem nicht weh? Das Saisonfinale steht vor der Tür. Sie sehen uns auf Platz 1. Das ist noch nicht die Prognose, die dann kommt, wenn es noch 3 Spiele sind, Hanni. Nein, das ist definitiv die Prognose. Genau. Sie sehen uns auf Platz 1. Die Prognose besagt nämlich, dass keine Mannschaft mehr einen Punkt dazu gewinnt. Das ist die Prognose für die letzten 5 Spieltage. Korrekt. Vermeintlich leichte Aufgaben. Okay. Das soll man gerne. Hoffmann ist gelb gesperrt. Da wieder Nelson ran auf die Bank kommt, natürlich Patrick Strobel. Er spielt bei mir ja eh nicht, von daher ist er ja nicht so schlimm. So, Fran wieder für Old. Aber hier Fran, genau. Lass ich es so, wie es ist. Du darfst dann gegen Preußen übernehmen. Have fun und das war's von mir. Ciao. Ciao.